Was geht ab, liebe Pöhlersbande? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Freitag und es geht gegen RB Leipzig zu Hause im Tempel. Wir haben jetzt gerade 14.15 Uhr und ich fahre jetzt nach Dortmund. Warum? Das Spiel ist erst um 20.30 Uhr, aber in Dortmund herrscht das blanke Chaos. Es wird gestreikt. Keine Busse fahren, keine Bahnen fahren. Es ist einfach komplett Overload in Dortmund. Und genau deswegen hat der BVB gesagt, reiß frühzeitig an. Darauf hören wir. Und genau das machen wir jetzt. Freunde, der Adler ist gelandet in Dortmund und ich kann euch eins sagen, die Anreise war tiefenentspannt, wirklich gar keinen Verkehr gehabt, keinen Stau gehabt und auch hier, wo ich parke, zeige ich euch jetzt einfach mal, ist aktuell noch Platz. Das sieht nachher auf jeden Fall anders aus, aber für mich war es auf jeden Fall wirklich entspannt und wenn wir so spielen, wie für mich die Anreise war, dann haben wir das Ding schon gewonnen. Ich mache mich jetzt gleich mal hier in Dortmund ganz entspannt auf die Suche nach den beiden Gewinnern, mit denen ich heute hier bin, den Gewinnern vom Flipfam Instagram Gewinnspiel, denn dank Flipfam sind wir heute überhaupt im Tempel, denn die haben VIP-Karten rausgehauen. Dank Flipfam konnte ich die eben anbieten und wie gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, wo die Jungs sich so rumtreiben. Die sind auf jeden Fall auch schon auf dem Weg. So Freunde, dann habe ich mir mal die dicke Jacke angeschmissen. Ist immer noch bitterkalt in Dortmund und wir müssen uns ja jetzt noch ein bisschen die Zeit vertreiben und die Zeit totschlagen, denn der Tempel hat ja noch gar nicht auf, aber das macht ja nichts. Was ihr auf jeden Fall tun könnt, wenn ihr es nicht schon längst getan habt, ist euch Flipfam kostenlos aufs Handy runterladen. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und dann, wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr reinjoinen in die Pöhlers Challenge. Die läuft noch 5 Tage knapp. Ja, was gibt's denn da zu gewinnen? Dasselbe, was die Jungs auf Instagram gewonnen haben, nämlich einen Stadionbesuch beim BVB mit mir gemeinsam. Wir trinken ein Bierchen, wir essen eine Currywurst und wir schreien Borussia gemeinsam zum Sieg. Was braucht ihr dafür, um reinjoinen zu können in die Pöhlers Challenge? Eine Rare Julian Brandt Trophy. Und wenn ihr die habt und wenn ihr Flipfam habt, kostenlos, dann rein und einfach mitmachen. Bis gleich. Also Leute, von einem Verkehrschaos merkst du hier auf jeden Fall noch nichts, ne? Guckt euch mal hier um. Und hört euch mal hier um. Hier ist keine Menschenseele. Wie gesagt, das mag daran liegen, dass wir noch knapp 5 Stunden bis zum Anstoß haben. Aber es wurde gesagt, reist frühzeitig an. Und genau das haben wir getan. Jetzt geht's hier in den Westfalenpark. Hier ist logischerweise nichts los. Denn hier fahren normalerweise U-Bahnen. Heute aber nicht, denn Verdi streikt ja. Und genau das führt ja eben zum Verkehrschaos. Wie auch eine Motorradmesse im Übrigen in den Westfalenhallen. Also eigentlich habe ich gedacht, Dortmund ist jetzt schon komplett landunter. Keine Menschenseele. Guckt euch das mal an. Jetzt müsste eigentlich nur noch das Licht flackern, ne? Und dann so richtig gruselige Musik kommen. Dum, 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 dum. Hallo? 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 Bin ich überhaupt richtig heute? Spielen wir überhaupt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, weil hier ist keiner, wirklich gar keiner. Ich bin hier, ne? Aber das war's. Schon ein bisschen gruselig auch, ne? Und auch hier auf dem nächsten großen Parkplatz ist die Lage auf jeden Fall noch sehr entspannt. Noch ist hier auf jeden Fall die Ruhe vor dem Sturm. Und auch hier ist außer mir gerade nach wie vor keine Menschenseele. Wahnsinn. Also auch hier an der Westfalenhalle ist es auf jeden Fall noch völlig überschaubar. Ja, hier sind mittlerweile Menschen und ja, hier parken auch schon deutlich mehr Autos, als es eben der Fall war. Aber ansonsten ist es auch hier noch sehr, sehr ruhig. Man kann ganz entspannt hier parken, ganz entspannt reinfahren. Noch. Thank you.
So Freunde, also direkt am Tempel ist es auch noch wirklich entspannt, jetzt gerade. Natürlich, die ersten Schwarz-Gelben sind da und es ist ja auch gut, frühzeitig da zu sein. Oh, ich werde jetzt nochmal in die Fanwelt steppen, mal gucken, ob ich da noch was zu trinken kriege. Und dann warten wir mal auf den Gewinner, denn der Zweite hat tatsächlich leider jetzt kurzfristig abgesagt. Das heißt, wir gehen zu zweit ins Stadion. Sehr schade, aber da kann man nichts machen. Family first, ne? Familie geht vor und ja, nehmen wir natürlich nicht übel, unter Großen. Also für die Kleinen ist das Ding auf jeden Fall noch verfügbar, Freunde. So, für die ganz Kleinen und die Mittelkleinen. Einmal Milchkaffee, bitte sehr. Dankeschön. Also die Waffel war eine stabile 8 von 10, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall sehr saftig und auf jeden Fall sehr groß. Das heißt, ich bin auf jeden Fall für den Moment auch satt geworden. Und ich merke, dass ich auf jeden Fall relativ häufig sage. So, wir warten immer noch auf Walle, den Gewinner des Flipfam-Gewinnspiels. Der hat aber mittlerweile zumindest schon mal geparkt und ist jetzt auf dem Weg. Wir haben mittlerweile ja so 4:45. Es fühlt sich dann doch ein bisschen mehr. Aber wir haben halt immer noch genug Zeit, bis das Ding hier angepfiffen wird. Ne? Von daher genießen wir ein bisschen das Wetter, Freunde. Ne? So, Freunde, da ist er, der gute Mann. Jawohl, also du hast wo geparkt? In Gelsen irgendwas? Ja, ist ein Stückchen zu laufen. Ja, ja. Junge, halbe Stunde gelaufen und Stunde gefahren, oder was? Also ich hätte auch deutlich näher fahren können. Das wusste aber ja keiner, tatsächlich. Na, das muss ich auch ein bisschen mit auf meine Kappe nehmen, weil wenn man sich das jetzt hier mittlerweile schon mal so anguckt, haben wir noch so 2,5 Stündchen und jetzt wird es voll, ne? Ja, kann man sagen. Ja, wir gehen jetzt auch gleich mal rein, weil Flipfam hat uns das ermöglicht. Hast du Bock? Ah, richtig Bock. Bin heiß. Da sind wir drin. 2,5 Stunden vorher. Jetzt haben wir noch viele von euch getroffen tatsächlich. Alle sind optimistisch, dass wir es gewinnen. 3-1, 3-2, 3-1, 3-2, 5-3. Ja, aber alle sagen, wir gewinnen das Ding. Und wir sind uns da eigentlich auch einig. Jetzt habe ich Hunger. Wie sieht es bei dir aus? Kleinigkeit Snatchen. Richtig Schmacht hat der Junge. Das heißt, wir müssen jetzt, glaube ich, nicht zum Hansaplatz, sondern zur Weißen Wiese. So, Freunde, da haben wir das Ding gefunden. Da ist die Weiße Wiese. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Da müssen wir hin. Warum heißt das Ding Weiße Wiese? Schreibt es mal in die Kommentare. Wer es weiß, kriegt 5 Gummipunkte. Alles ist schwarz-gelb. Wunderbar. Und da sind wir noch nicht. Nee, das ist der Borussia-Park. Das ist falsch. Wir müssen noch einen höher, glaube ich. Also noch mal mehr Treppen laufen. Guckt euch das an, Freunde. Da gibt es lecker Essen. Mhm. Hier hast du den Blick nach draußen. Und, was sagst du bisher? Schon schick. Wahnsinn, ja. Ja, ist schon nett, ne? Kann man machen, ja. Danke an Flipfam an der Stelle, oder? Vielen Dank. Ja, also wenn wir jetzt noch gewinnen, dann... Mal Abend. Perfekt, ja. Die, Freunde, sind der Wahnsinn. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Super, oder? Die sind richtig lecker, leider, ja. Alle für mich? Ja. So, Freunde, erste Runde. Cheller sind voll. Da drüben dasselbe. Im Übrigen schöne Jacke hast du an. Hab ich auch, ja. Prost, Freunde. Oh ja. Schmeckt? Ich mag es wohl bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Bisher kann ich nicht sagen. Ja, schmeckt. So, Freunde, 19.09 Uhr ist gerade vorbei. Wir haben 19.10 Uhr. Ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir hatten gerade wirklich um eine Minute 19.09 Uhr verpasst, mein Freund. Aber es ist die perfekte Zeit für Waffel. Ja, Mann. Das heißt, diese wunderbaren Waffeln, die ich eben angepriesen habe, die kommen jetzt. So, Freunde, heiße Kirschen, Waffeln. Guck mal, was der strahlt. Was strahlt mehr, das Logo oder der Junge? Oh, ja, ja. Lecker Schmecker, Freunde. Dürfen so ein paar Kirschen sein, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ah, er gönnt sich. Der Himmel. Ja, zu Recht, ey. Guck mal, gern nüsslich reinsnacken da. Jawohl, Junge. Ich weiß nicht, ob man das noch an meinem Mund sieht oder nicht, keine Ahnung. Aber ich habe mir die Dinger auch einfach so weggesnackt. Ja, Nummer 1 ist drin. Nummer 2, 3, 4, 5 kommen noch. Gleich geht es los, Alter. Und hier
Guck mal, guckt euch das mal an. Wir sind halt wirklich original über dem sehr vollen Gästeblock. Nicht. Wie viel sind da? 20? So, Freunde, das ist der Platz. Soll ich euch mal was Witziges erzählen? Die Leipziger Fans planen eine Choreo. Pass mal auf. Was ist das denn? Plastikmüll oder was? Meine Herren. Gleich geht es los. Und jetzt bin ich heiß wie Frittenfett. Jetzt habe ich richtig Bock. Wir müssen die Dosen wegschmeißen. Auf Ende. Und hier bei der Gym gleich hier sowas von Vollgas. Das ist mir scheiße. Ja. Also kurzfristige Änderung in der Aufstellung, Meier für Kobel. Keine Ahnung, was da los ist, aber ihr hört es gerade, kämpfen und siegen, das müssen wir tun. Gewinnst du dieses Spiel für uns? Ja, Alex Meier wird das heute trotzdem machen. Jetzt aber rein damit, Junge!
bisschen Glück war auch dabei, ne? Eieieiei. Also Dortmund wird ein bisschen aktiver werden jetzt, ne? Danach waren wir da und jetzt haben wir uns auch hier was zu essen verdient. Schöne Waffe. Eine schöne Waffe auf 2, auf 3, weil meine Stimme ist komplett los, Digga. Komplett los. Aber genau so muss das weitergehen. Also wirklich, nochmal kurz zusammengefasst. Ja, wie gesagt, so die ersten 5 Minuten waren wach werden. Das hast du auch bei Meier im Tor gemerkt. Er hatte natürlich gar nicht wirklich die Möglichkeit, so richtig reinzukommen, weil er irgendwie mit Kobel noch wechseln musste, was auch immer da genau gewesen ist, keine Ahnung. Aber danach waren wir drin und dann haben wir ein überragendes Julian Brandt-Tor geschossen, was eben leider nicht gezählt hat. Ich habe jetzt auch schon gelesen, zu Recht nicht gezählt hat wegen Handspiel oder was. Aber dann waren wir da und dann schießen wir auch einfach mal mit Emre und Marco Reus bämst den Elfmeter rein. Der BVB hat das Spiel im Griff und genauso müssen wir die zweite Halbzeit auch weitermachen. Ich bin sehr zufrieden. Die Fans sind da, die Atmosphäre ist da, das Stadion kocht. Es ist Freitagabend, Flutlicht. Selbst hier im VIP hagelt es Bierduschen, Junge. Es hagelt einfach Bierduschen. So muss das sein. Wir verabschieden mit einem riesigen Applaus unsere neuen Sebastian! Scheißzeit. Das ist das Problem. Und das ist genau das Ergebnis, was dann passiert. Pisst mich das an, Alter. So unnötig. Das ist so unnötig, Mann. Komm, Männer, komm! Ey,
Leute, ich kann nicht mehr schon wieder, ne? Diese Spannung macht mich schon wieder fertig. 500.000 Millionen graue Haare mehr. Es geht einfach nicht. Wir kriegen gar keine Entlastung mehr. Die ganze zweite Halbzeit haben wir gar keine Entlastung mehr. Also guck mal, guckt euch mal an, wie der hier hängt. Wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, Alter. Gar keine Stimme mehr. Wie ist denn dein Fazit jetzt insgesamt? Erste Halbzeit? Erste Halbzeit wirklich gut, aber zweite Hälfte katastrophal, wie gegen Hoffenheim. Ja, ne? Das war, die Leipziger haben uns überrannt. Das hätte nicht sein müssen. Für meine Nerven hätte das auch nicht sein müssen. Ja. Alter, aber trotzdem war es brutal, oder? Die Reise war es wert. So, Freunde, wenn euch dieser Stadion-Vlog gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Walle hat jetzt auch gerade noch mal gesagt, das war für ihn ein Tag, den er so schnell nicht vergisst. Und ich vergesse den auf jeden Fall auch nicht. Danke also noch mal an FlipFam, dass ihr das ermöglicht habt. Und da habt ihr auf jeden Fall jemanden sehr, sehr glücklich gemacht. Es hat sich gelohnt, der BVB ist Spitzenreiter, Spitzenreiter, ey. Ey, so muss es sein. Wir haben die Dosen weggeschossen. Wir haben die Dosen recycelt und das war's. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, einen guten Start in den Tag, whatever, wann auch immer ihr das Ding hier guckt, und bin erstmal raus. Euer Toxi, nur der BVB, aber nur der BVB, Freunde. Ich muss jetzt nicht nur Dosen recyceln, sondern auch meine Stimme. Macht's gut.